Ich freue mich wahnsinnig, nach Basel zurückzukommen. Ich war jetzt 25 Jahre in den USA. Aber alles, was ich gelernt habe, habe ich Basel zu verdanken. Ich war Student hier, ich war Schüler hier, meine Eltern sind hier, meine Schwester ist hier. Also ich freue mich sehr, wieder nach Basel zurückzukommen und ein neues Kapitel zu schreiben in der Basler Wissenschaft. Ich bin Entwicklungsbiologe und Neurobiologe und in meinem Labor untersuchen wir, wie werden Zellen zu Hirnzellen, zu Herzzellen, zu Leberzellen einerseits und andererseits probieren wir zu verstehen, wie das Hirn den Schlaf reguliert. Wieso schlafen wir? Was sind die Gene? Was sind die Neuronen? Was sind die Nervenzellen, die den Schlaf regulieren? Das Biozentrum ist ein wissenschaftliches Juwel. Einige der größten Entdeckungen in der Biologie wurden am Biozentrum gefunden. Und heute haben wir ganz fantastische Wissenschaftler am Biozentrum, die Fragen stellen wie, wie tun sich die Blutgefäße entwickeln, wie steuert das Hirn den Bewegungsapparat, wie werden Bakterien antibiotikaresistent, wie tun sich Viren evaluieren. Also es ist ein ganz ein fantastisches Institut. Die Eröffnung des neuen Gebäudes für das Biozentrum eröffnet ein neues Kapitel für das Biozentrum. Und es gibt wirklich die Möglichkeit jetzt, uns neu zu erfinden. Und ich habe drei Hauptziele. Das erste ist, die allerbesten Wissenschaftler der Welt nach Basel zu holen und auch die allerbesten Studenten, weil die besten Studenten und die besten Wissenschaftler machen die beste Wissenschaft. Das zweite Ziel ist, dass wir sehr kollaborativ werden, dass wir sehr risikofreudig werden, sodass wir wirklich sehr schwierige Fragen und wichtige Fragen in der Wissenschaft angehen. Und das dritte Ziel wäre, dass wir die Brücken zu den umgehenden Departements und zu den Instituten und der Industrie stärken, sodass wir mit diesen anderen Instituten zusammenarbeiten können und wirklich große Fragen angehen können. Das Tolle am Campus Schaller-Metterli ist, dass es so viele verschiedene Gebiete zusammenbringt. Einerseits das Biozentrum, die Systembiologie, die Biomedizin, die Industrie. Das heißt, man hat alles von der Grundlagenforschung bis zur Medikamentenentwicklung. Und es ist oft an diesen Interfaces zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung, dass die großen Entdeckungen gemacht werden. Das heißt, es gibt eine wirklich tolle Möglichkeit für Basel, ganz neue Wissenschaft zu machen und die dann auch anzuwenden für die Gesundheit und die Diagnose.